Also Leute, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt wirklich wieder nur Zufall ist oder ob das irgendwie in Verbindung steht. Jedenfalls, wenn ich selber hier stehe, merke ich gar nichts. Ich stehe jetzt hier. Gut, dreckige Fies. Also dreckige Schuhe weggucken, Arbeiterschuhe. Aber ja, irgendwie. Also hier das mit der Flasche ist ja schon mal krass. Ne? Die Flasche ist jetzt hier und hier in der Entfernung da vorne ist die Ursache davon. Die Ursache ist eine ganz leicht unwuchtige Repulsine. Die hat ganz, ganz leichte Unwucht. Also hier wirklich, das nennt man eine Amplitude von, einem Millimeter, würde ich mal behaupten. Also wirklich ganz gering. Aber reicht trotzdem, dass es hier den ganzen Raum in die Schwingung setzen kann. Da sind überall Gummipuffer dazwischen. Hier ist ein Gummipuffer und die Repulsine selber hat auch nochmal Gummipuffer und das ist auch nochmal schwingend gelagert. Aber trotzdem, mal gucken, ob es hier hinten auch noch so ist. Ja, hier hinten, die ist auch noch mit betroffen. Hier oben seht ihr es vielleicht, wie es rumzappelt. Hier oben. Das ist extrem krass. Die zappelt einfach so hin und her im Takt von dem Dingens. Ja, hier konnte ich jetzt noch nicht so viel erkennen. Das sieht ziemlich, naja, also ich bin weit weg von dem Profi-Grower, wollen wir mal so sagen, was das betrifft. In der Wohnung nebenan ist das hier passiert. So viele Blüten waren hier noch nie dran gewesen, also nicht, dass ich mich erinnern kann. Und der hat nicht irgendwie neue Erde bekommen oder sowas. Die sind einfach so raus explodiert hier. Aber sonst hat er sich sehr schön wieder gemacht, sind viele neue Blätter rangekommen. Das sah vor einiger Zeit noch viel spärlicher aus, weil der wächst halt immer mehr und im Topf mache ich nichts. Da gieße ich immer nur Wasser rein. Und von daher war ich hier schon mal verblüfft. Und dann geht es nochmal weiter. Moment. Ja, das ist ja so weiter nichts Besonderes, ne, dass Elefantenohren mal blühen. Bei der Pflanze hier ist es schon speziell, weil es da das erste Mal ist, soweit ich weiß. Aber hier der Kollege hat mich überrascht. Also so viele Blüten zur selben Zeit. Also ich weiß jetzt echt nicht, ob das jetzt wirklich daran liegt, dass draußen jetzt der Herbst losgeht. Ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch alles gar keinen Zusammenhang. Es ist einfach nur total krasser Zufall, dass in dem Moment, wo ich die Repulsine 3-4 Tage, die läuft das 3-4 Tage am Stück durch drüben, ja, ungefähr, dass gleichzeitig währenddessen das hier passiert. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang hat oder ob ich da einfach nur ein bisschen euphorisch bin. Ich wollte es mal als Dokumentation euch noch mitteilen. Und naja, vielleicht fällt euch ja irgendwas dazu ein. Macht's gut dabei.